Willkommen zurück zu Banjo-Tooie! Wir haben uns getrennt in der Cronti GmbH und werden da jetzt diesen einen Ginger holen. Zumindest war das so angedacht von mir. Das dürfte auch die Lösung sein, aber immer langsam mit den Fischen. Immer langsam mit den jungen Fischen. Raus da, Notausgang. Und dann werden wir uns weiter umgucken. Ich weiß gar nicht, wann sollen wir uns um die ganzen Batterien und so kümmern? Ich verstehe es nicht mehr. Wir müssen uns erstmal alles angucken, uns einen Überblick verschaffen, aber das ist schwer. Erstmal bist du Geschichte. Und jetzt nutzen wir die Plopschuhe. Wir müssen uns gar nicht beeilen eigentlich. Na, nur wegen der Schuhe. Solange Banjo da draufsteht, ist da oben der Jinjo auch geöffnet. Warum der Jinjo nicht 2 Meter nach vorne laufen kann? Oder ein paar Zentimeter? Und dann müssen wir uns nicht so schwer machen, das Leben. Aber hey, was soll's. Hey, cool, wir haben auch Schuhe. Dass wir zurückkommen, wahrscheinlich. Ich wollte abbremsen. Hat nicht so geklappt. Kannst du sterben für mich? Boah, Alter, ich grill dich. So. Okay. Da haben wir hier draußen erstmal alles. Da gibt es noch so einiges. Da gibt es wieder Flugplatten und Fenster, die wir von draußen einrammen müssen. Was ist das da denn? Nicht von hier erreichbar. WTF? Das ist doch dieser erste Flur, oder? Nee, keine Ahnung. Ja doch, natürlich. Boah, da muss ich mich nochmal umgucken. Wir gehen jetzt wieder zurück zum Giftgas, wo das Ganze war, und da gibt es noch mehr Zeug. Vielleicht sollten wir die Batterie mal auf den Deckel geben. Ach, diese blöde... Oh, noch blöder. Strom braucht kein Mensch. Zuallererst mal die Noten, die sind verlockend. Da braucht man Batterie. Elektromagnetische Kammer. Achtung! Wo führt denn diese Verbindung hin? Bitte zu Wumba, dann würde es wenigstens Sinn machen. Oh, yeah, Baby. Das sind so gute Abkürzungen, die kann man, die sind sehr nützlich, ja? Die braucht man, durchaus. Okay, da wir da vorne eine Batterie haben, glaube ich, werden wir die hier auch hier einsetzen. Oh, das ist so blöd, das machen die so eklig. Also von draußen, seht ihr, das meine ich mit den Fenstern und da ist so eine Cheeto-Seite. Können auch so lesen, was draufsteht. Abfilmen im Handy. Oh, Banjo hat kein Handy. Und da müssen wir mit Banjo hin. Hallo? Okay, da waren wir. Gut. Banjo macht man alleine aus Flug und bitte nicht failen, weil du hast sehr wenig Energie, mein brauner Kumpel. Und die passenden Moves haben wir, ja. Schlagen die Batterie bewusstlos und packen sie in unseren Rucksack. Schön verstauen. Und jetzt in die Kammer da bringen. Ich sehe nichts. Oh, hallo? Egal. Ah, toll. Die Kamera hat nicht reagiert auf meinen C-Knopf. Das wollte ich nur erwähnt haben. Da gehörst du hin. Hier gehörst du hin. Wenn wir hier auspacken, setze ich die Batterie optimal ein. Der Tür wird Zusatzenergie über eine Batterie zugeführt. Zutritt gewährt. Dann kann Kazooie uns folgen. Dann werde ich mich erstmal da drin umsehen. Oh Leute, das wird Abstand am längsten dauern hier, diese Fabrik. Da können selbst Welt 7 und 8 nicht ansatzweise mithalten. Mit dieser Komplexität. Ach so. Naja, unzureichendes Gewicht. Ich kann es euch verraten, damit ihr mir ein bisschen folgen könnt. Wir verwandeln uns bei Wumba in eine Waschmaschine. Die gab es auch schon im Banjo-Kazooie, wirklich. Man konnte sie sogar spielen. Aber es hat nicht viel gebracht damals. Haben sich aufgehoben. Für den Teil.
War das jetzt der Aufzug, den wir geöffnet haben? Ja, tatsächlich. Wir können auch mit dem, also im Aufzugsschacht nach oben klettern. Wenn das nötig ist, wenn es keinen anderen Weg gibt. Ich glaube, das wird sogar oft der Fall sein. Boah. Und die Waschmaschine ist natürlich schwer genug. Da haben wir auch Wumba. Wir könnten das eigentlich machen. Aber mit der Waschmaschine müssen wir auch die Kleidung waschen von den Mitarbeitern. Habt ihr ja gesehen. Deswegen machen wir das erst relativ zum Schluss, würde ich vorschlagen, weil ihr versteht. So, was ist das da denn? Geht jetzt mal hier lang. Da geht's hoch. Wo sind die Schuhe? Ey. Hier ist noch eine Batterie. Das weiß ich noch. Hier ist auch so ein Hasenfreund, so ein Mitarbeiter. Alter. Ich habe mich total verlaufen. Hier haben wir die Schuhe. Wo waren das jetzt nochmal? Boah, wenn du das nochmal machst. Gib her, das war da vorne. Glaube ich. Boah. Es ist wirklich furchtbar. Komm jetzt. Wir gucken jetzt, wo wir die scheiß Schuhe brauchen. Machen euch erstmal Blatt. Vielleicht gibt es ein bisschen Energie. Wo war das? Hier in der Ecke. Gar nicht so weit weg. Man muss es nur wissen. Ach, da geht's nur zum Mitarbeiter, glaube ich. Aber wie soll die Waschmaschine zu dem gelangen? Ja, mit diesem Kanal da, ist schon klar. Okay. Mitarbeiter. Hier geht's noch weiter. Ach, links und nach rechts. Oh, ich bin so verwirrt. Jetzt gucken wir erstmal. Wohin des Wegs? Ach, dann öffnen wir das hier. Sehr, sehr gut. Da muss die Waschmaschine so lang. Aber Respekt an Rare, so ein Level zu entwerfen, ist echt keine Kunst. Echt eine Kunst. Gibt's hier nur Goodies? Aua. Nee, doch nicht. Das wäre irgendwie ein bisschen billig. Hey, das ist die Kamera. Mit Augen. Was willst du mir erzählen? Das war jetzt alles hier. Da springt die Batterie rum. Ich will da den anderen Weg gehen. Da gab es noch eine Leiter, habe ich gesehen. Freunde, Freunde, Freunde der Nacht, hey. Ihr glaubt mir gar nicht, was ich hier durchmache. Nur für euch. Ihr wolltet die Grunty GmbH. Ihr kriegt sie. Ich kann euch aber nicht verstehen. Was gibt's denn hier noch? Nix. Das ist einfach nur so ein Übergangsmist. Leiter hoch. Da kommen wir quasi in die dritte Etage. Rein von der Logik her. Puh. Oh nee, dieses blöde Lager. Ich höre schon wieder irgendwelche Sachen rumspringen. Das ist ein Globo. Ist ja noch erträglich. Trennblatten. Da haben wir Mumbo. Mein Gehirn ist am Platzen. Da haben wir eine Batterie. Zu viel Stoff. Zu viel. Jetzt irgendwelche Muttern. Banjo-Kazooie-Kisten. Erstmal den Globo holen. Biko Pants. Der ist von Mumbo. Ich wüsste noch gar nicht, was der hier machen sollte. Könnte. Erstmal die Kisten hinauf. Da war irgendwas ganz oben. Da war sogar ziemlich viel. Ich höre etwas Ginger-mäßiges. Wehe, du bist ein Fake, Alter. In späteren Levels gibt es sogar sehr gut versteckte Minjos. Da ärgert man sich doppelt.
Okay, hangel dich mal. Balancieren habe ich keinen Bock. Sag mal, machst du noch mal was? Nur so kommen wir rüber. Weil wir da einfach nicht so hoch klettern können. Und kommen nur so hier hin. Frag mich aber nicht, was es hier war. Boiler. Das war ein Minispiel oder so ein Scheiß. Nee, ganz was anderes. Ich komm, also... Boah. Das ist mir zu unübersichtlich. Leute, was ist los? Ich will keine 20 Parts nur für das eine Level benutzen, ey. Aufzug aufmachen. Water. Kann man da nicht rein? Irgendwas war doch da. Nee. Das war Conker. Da wird auch eine Batterie benötigt. Da geht's zum Packing Room. Das ist ein Minispiel. Definitiv. Ich kann mir schon gar nicht mehr merken, Leute. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wo waren die Batterien genau. Wo muss ich lang? Aber das hier weiß ich. Das sind Schrauben. Die wir so aufschrauben. Ah, ich weiß. Das ist im ersten Stock. Ne, im zweiten Stock. Okay. Da war ich noch gar nicht. Elektromagnetraum. Was soll's. Wir sind hier und dann erledigen wir das hier. Affig. Echt affig. Auch wenn hier keine Affen sind. Ein sauaffiges Banjo-Spiel. Die Mumbo-Platte haben wir dort. Was ist das für ein Scheiß? Da haben wir Kohle. Du bist kaputt. Da können wir rein. Oder? Okay, war ein Irrtum. Bringt das irgendwas? Na egal, Zeitverschwendung. Hi, Gurubi. Da muss ich echt überlegen. Komm, gib mir Energie. Energie ist immer gut. So. Ich komme nicht klar. Macht's aber nichts. Wir werden einfach wild lösen, was mir so einfällt. Was mir so über den Weg... Da ist die Kohle. Da kommen wir nur mit der Waschmaschine rein. Und was ist das jetzt? Oder... Nee, da sind wir hergekommen. Na gut. Ich hätte auch geschrien, wenn da noch was gekommen wäre. Was ist denn das? Was ist denn da hinten? Was ist das denn? Wo geht's denn hier lang? Ach, da sind wir hergekommen. Ja, ja. Puh, Alter. Wir können uns hier trennen. Wozu? Wir laufen jetzt mal erstmal nach zum Ende. Verrückt gewordene Schrauben. Und Unterlegscheiben. Cool, ich wollte schon immer gegen eine Unterlegscheibe kämpfen. Ah, Millionen Wege! Wo sind wir hier jetzt wieder? Bei Mumbo. Zurück. Was ein Kampf. Und wo führst du hin? Ich kann gar nicht alles gucken, wo es hinführt und dann... Wie soll ich denn darauf reagieren irgendwie? Ich verstehe es nicht. Und was gibt's hier? Dass man nicht verdächtig ist. Oh, hier ist nichts. Feuerausgang. Fire Exit, das ist Feuerausgang. Oh Gott. Und jetzt können wir das von hier oben erkunden. Na gut, Leute, ich hoffe, dass im nächsten Part mal ein bisschen weitergeht. Bis dann und ciao!